Was meinst du dazu? Das ist ein Riesenthema. Mir scheint, hinter dieser Geschichte stehen womöglich Erscheinungen von Jesus Christus, die eine große Zahl von Menschen sehr bewegen. Das hier ist das Kloster, in das Margarete Maria damals eintrat. Wenn wir ein bisschen nachforschen, dann wird sich herausstellen, dass das heiligste Herz Jesu auch heute noch die größten Wunder wirkt. Auf der ganzen Welt. Herz-Jesu-Verehrung heißt für mich, dass Gott ein menschliches Herz hat, das liebt und geliebt werden will. Du hättest nicht angerufen, wenn es nicht wichtig wäre. Du bist meine Tochter. Das Herz Jesu ist für mich einfach alles. Dieses Kapitel meines Buchs hier handelt zum Beispiel von Afghanistan und kleinen Bildern des Herzen Jesu, die Leben retten können. Ich rufe dich wegen Papa an. Dein Papa? Es gibt Wunder, die für uns unvorstellbar sind. Es ist ein großes Glück, wenn man glauben kann. Ich bin glücklich.